und herzlich willkommen zurück. Die vermutlich letzten Züge mit unserem Bavanditreich. Was? Achso. Ach stimmt, die waren ja da unten zugange mit ihrer Armee. Wir fokussieren uns weiter aufs Kriegsziel und lassen das da unten einfach mal links liegen. Satra Paschang der Säufern, Halleluja. So, mal gucken. Das war die nächste Belagerung. Dann geht's hier weiter. Ja, wenn Gefangene die Lösegeld bringen können. Nee, die ticken nicht. Sehr gut, dann können wir sie auch entsprechend gleich rauslassen. Nichts in dieser Welt ist sicher, besonders in Zeiten des Krieges. Auch ein Religionskrieg um das Königreich von Mesopotamien ist da nicht anders. Wir haben einen neuen Kriegsgegner, nämlich Malik Ul-Afdal Sadatin ibn Abdullah. Aber es geht ja im Prinzip immer noch um das Gleiche. Jetzt müssen wir nur gucken, ob sich an der Armee im Zweifel etwas geändert hat. Also es müsste hier unten... Nee, die ist weg. Okay, cool. Die feindliche Armee ist weg, das ist sehr schön. Das heißt, ich nehme euch mal und ziehe mit euch einfach da runter. Dann könnt ihr mir das zurückerobern. Und unsere Hausfehde geht weiter. Wenn es eine Sache gibt, der Masopan Guranduk einfach nicht widerspielen kann, ist es ihre Lieblingsspeise. Doch ihre nächste Leckerei wird teils Sesamkuchen und teils Gift sein. Mein Agent wird sie ganz aus Versehen vor dem Kind liegen lassen. Bon Appetit. Lasset dir schmecken, meine Liebe. Was haben wir denn hier? So, ganz pauschal machen wir erstmal weiter. An jedem neuen Tag fällt es mir schwerer, einen Grund zu finden, mich aus dem Bett zu schleppen und Hof zu halten. Mein Freund Masopan Gordia erwartet mich im Speisesaal, doch heute spenden mir seine Worte keine Linderung. Die monotonen Rhythmen dieses Lebens sind unerträglich geworden. So, wollen wir mal gucken. Es kommt das hier raus. Wir sind appetitlos. Ich will aber noch mal gucken, was... wir könnten uns auf jeden Fall erstmal zurückziehen. Und wir werden auch noch mal mit Vertrauten sprechen. Dann sind wir jetzt nämlich mit dem Thema erst einmal durch. So, was haben wir denn hier überhaupt? Ja, das sind 7%, die wegfallen, ja. Zieh mal schnell darüber, bitte. Okay, wir haben also
Haben also noch einen recht vollen Kerker derzeit. Unsere gerechtfertigten Schritte gegen Haus Kutan sind nicht unbemerkt geblieben. Inzwischen ist so gut wie sicher, dass sie bereuen, das Verlöbnis gelöst zu haben. Okay, daher kommt das. Nee, wir machen da jetzt mit weiter. Real Talk, wir machen damit weiter. Weil. Ja. Wir ziehen das jetzt durch. Und unsere Ehefrau ist nochmal schwanger geworden mit 43. Wir fangen mal an. Prinz Esan darf sich rauskaufen. Dann Jalif und Madokt. Und das möchte jemand unsere Schwiegertochter umbringen. Die Zeiten und die Menschen ändern sich. Manchmal werden die, die uns scheinbar am nächsten stehen, zu Fremden. Schahanschah Rustam. Lächelt mein Freund Masopan, Gurduja traurig. Ich fühle, dass es zwischen uns keine Freundschaft mehr gibt. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Und wir werden jetzt einmal Essen meiden. Ja, das ausgehungert den moderaten Gesundheitsmalus, den nehmen wir jetzt einfach erstmal in Kauf. So, wir haben Hormus gleich zurück erobert, sehr gut. Unser Kriegerorden bereitet sich aus, das ist auch schön. Was haben wir jetzt hier nochmal wieder? So, das interessiert mich nicht, wer da Druckmittel gegen irgendwen fabrizieren möchte. Wir haben einen neuen Perk zur Verfügung. Und wer bist du denn? Achso, du bist mit unserer Nichte verheiratet. Okay. So. Und damit endet der Religionskrieg um das Königreich von Mesopotamien. Wir sind also nochmal deutlich gewachsen. Sehr deutlich gewachsen. Neun Provinzen haben wir dazu bekommen. So, ich will jetzt mal was gucken. Das hier.
Zeig mal her. Das kriegt Abbas. Okay. Oh, wir haben ein freies Hofamt, das wir aber derzeit nicht besetzen können. Nun geht's an die Titelverteilung. Unser Schwager. Und dann werden wir unseren Schwager auch gleich übertragen. So, jo, den übernehmen wir. Und den da wollte ich haben. Den würde ich auch gerne einmal übernehmen. Vielen Dank. Wie sieht denn überhaupt die Nachfolge bei uns aus? Ja, ist nicht. Es ist ja nun ganz und gar nicht. Das muss ich mal ganz klar so sagen. Du bekommst das hier, mein Lieber. Warte mal, das ist Hulwan. Bitte schön. Und das hier bekommt unser, das bekommt unser Schwager noch dazu. Sehr gut. So, wir sind jetzt bei 11. Und ich wollte halt unbedingt Bagdad haben. Für mich selber. Ne? So. Ah ja, das werden wir also dann angehen, sobald es möglich ist. Wir mal gucken, ob wir irgendwelche Sondergebäude haben, die errichtet werden könnten. So, und dann war es das auch erstmal. Wir hätten hier. Einmal. Jawohl. So, und was haben wir hier? Husam? Was möchte Husam denn? Husam will eine Truhe bauen. Auch das machen wir. Und was ist los? Achso, wir haben neue Hofartefakte. Da wollen wir noch einmal noch schnell gucken, was wir hier haben. Wir haben die mysteriöse Lampe. Aber die können, von der können wir uns trennen.
Und trennen ist ein gutes Stichwort in diesem Moment, denn wir werden uns jetzt auch von dieser Folge trennen. Also, ihr Lieben, wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.